Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben ja in einem der letzten Streams hier eine Zusatzwaffe zum Testen bekommen am Ende des Streams. Und zwar haben wir den Monstersprenger hier bekommen. Das ist eine denkwürdige Waffe mit einer Effizienz von 26. Also eine Waffe, die nicht ganz meinem Level hier bei Pixelgun 3D entspricht. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich zeige euch, was diese Waffe so drauf hat. Denn ich kann sie hier für 3 Spiele testen und das werden wir heute machen. Was kann diese Waffe? Sie hat eine Feuerrate von 85, eine Kapazität von 6 und ein Gewicht von 75. Nichts Besonderes, muss ich hier sagen, aber was hat sie sonst noch? Einzelner Schuss und Flächenschaden. Ihr wisst ja, ich spiele sehr, sehr gerne Flächenschaden Waffen, denn da muss ich nicht so genau zielen, denn ihr wisst ja, wie es mit, was es mit meinem Ziel so auf sich hat. Aber um das geht es heute nicht. Und ja, ich hatte ja vorher gesagt, die haben wir am Ende des letzten Streams bekommen. Aktiviert unbedingt die Glocke unter meinen Videos, damit ihr hier immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn der Stream losgeht. Aber na gut, Leute, genug herumgeredet. Schauen wir mal, was diese Waffe so drauf hat. Am besten geht das natürlich hier in einem... Nein, wartet, ich habe im letzten Stream was herausgefunden. Und zwar kann man am besten eine Waffe hier in den Minispielen testen, und zwar in der Arena, denn da hat man nicht so den Stress mit den ganzen Gegnern, die ganze Zeit auf dich schießen, sondern da kann man ganz gechillt hier mit seiner Waffe umhergehen. Oh, okay, sie schießt eigentlich recht schnell und ja, macht Flächenschaden, wie gesagt, deswegen immer schön auf den Boden schießen. Schade, dass man nicht genau sieht, wie groß die Fläche immer ist bei den Flächenschadenwaffen, aber... Ja, man kann damit gut zielen. Sie hat kein eigenes Visier noch, dass man hier das Ganze zielen kann. Aber auch auf der Ferne kann man das hier normalerweise gut hier sehen. So, da können wir gleich mal den Flächenschaden testen. Ja, dann hat er den hinteren nicht erwischt. Aber na gut, da haben wir gleich mal gesehen, was die Waffe irgendwie so, ja, wie sie sich anfühlt. Aber jetzt gehen wir gleich mal in einen richtigen Kampf, damit wir das besser sehen. Ja, wie findet ihr das, dass ich die Waffen vielleicht zuerst immer in der Arena teste, ohne den ganzen Stress, damit man hier genau sieht, was sie so drauf hat? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich würde sagen, wir probieren das gute Stück dieses Mal in einen Teamschlag aus. Da haben wir schon lange keine Waffe mehr getestet. Wir haben ja 3 Kämpfe frei. Ich weiß nicht, ob gerade dieser Arena-Kampf als einer gezählt hat. Das weiß ich nicht. Das habe ich gerade zum ersten Mal hier frisch ausprobiert. Aber ich hoffe, er hat nicht gezählt. Ansonsten haben wir noch 2 Spiele frei. Einmal dieser Teamschlag und dann werden wir hier ganz gechillt in einen schönen Teamkampf geben. Ich meine Teamschlag und dann Teamkampf. Wieso nennt man auch 2 Spielmodi so ähnlich? So. Oh, der hat die Einschuss ausgepackt. Ja, ich brauche hier viele Schüsse, um hier mit dieser Waffe was zu schaffen. Kann man hier einen Raketensprung machen? Ja, man kann damit einen Raketensprung machen. Sobald die Waffe eben Flächenschaden hat normalerweise, geht das. So, die erste Runde ist gewonnen. Wir haben hier sehr, sehr gute Mitspieler, wie ich vorhin gesehen habe. Ja, stellt euch schön zusammen, damit hier der Flächenschaden besser wirkt. So, yes, da haben wir einen Umgebungskill. Auch nicht schlecht. So, und ich glaube, hier ist noch einer im Spiel. Ja, da drüben. Somit 2. Runde gewonnen. Die Waffe ist nicht so schlecht. Also schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr die Waffe habt oder nicht. Und mir fällt gerade auf, beim Teamschlag kann man hier oben nicht die Waffen wechseln. Man kann hier oben nicht die Waffen wechseln. Ansonsten kann man sie ja immer rechts oben wechseln, auch im Kampf. So, und wir schauen hier mal den anderen. So, diese Waffe, die er hat, sieht sehr, sehr ähnlich aus, die wir jetzt haben. Das ist wahrscheinlich die fortgeschrittene Version. Da schauen wir dann gleich mal später in die Waffenkammer, was es damit auf sich hat. Yes, Runde gewonnen. So soll es gehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch, ja, diese Runde gewinnen. Und dann hätten wir es eigentlich geschafft. So, dieses Mal gehe ich nicht gleich rauf. Die Gegner sind wütend. Anders kann es auch nicht sein. Wow, okay. Okay, das war jetzt mies. Da bin ich unten gestanden. Okay, da ist das Todesstern. Sieht sehr, sehr ähnlich zu meiner Waffe hier aus. So, der hat auch jemand das Vulkanherz. Oh, die Gegner sind noch alle 3 da. Die sind noch alle da. Okay, wir haben verloren. Schade. Da habe ich fast gerechnet damit, dass wir hier das schaffen. Aber na gut, so macht es das Ganze wenigstens etwas spannender. Ich hoffe halt nicht, dass wir das verlieren werden, aber wir haben hier auch noch den Kill geschafft. So,
1 gegen 1. Komm, lieber TSM. Nein, Runde verloren. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Kommt schon. Das kann doch nicht so schwer sein jetzt. Ja, nicht, dass die aufholen. Ich meine, das habe ich auch schon öfter erlebt. Erleben dürfen, mehr oder weniger. Boah, jetzt bin ich der Einzige. Sorry, jetzt muss ich aber die Waffe wechseln. Ah, und da hat er mich wirklich gekillt noch. Runde verloren. Aber ich habe, glaube ich, den... Oh, egal. So, wir spielen trotzdem hier mit der. Und jetzt lachen natürlich die uns aus. Wow. Ja, komm. Ah! Kommt jetzt. Die anderen beiden sind nicht so schlecht. Oh. 1 gegen 2. 1 gegen 2. Okay, 1 gegen 1. Zieht er den? Sieg, Leute! Yes! Was für ein spannendes Match. Aber wir haben es geschafft. Ja, die Waffe, wie gesagt, ist für meinen Lyrum nicht so stark. Deswegen, ja. Na gut. So, Leute. Wir sehen hier gleich mal uns die Waffe an. Hier, das ist der Monster-Sprenger. Hat hier ein Gewicht von 75, Kapazität 6. Effizienz nur 26, wie gesagt. Und ja, jetzt will ich mir die andere Waffe anschauen. Die, was hier gleich ausgesehen hat, ist anscheinend keine Zusatzwaffe. Doch, ist eine Zusatzwaffe. Der Todesstern ist sogar schlechter. Okay, das ist schon die bessere Waffe. Der Monstersprenger. Und ich habe vorhin gesagt, wir machen jetzt noch einen Teamkampf. Ne, Leute, wir machen jetzt ein Deathmatch. Ich habe schon lange kein Deathmatch gespielt. Auf eine Zufallskarte. Ist mir jetzt ziemlich egal. Und gehen jetzt gleich mal auf jetzt kämpfen. Diese Waffe werde ich nicht drinnen lassen. Obwohl sie nicht schlecht ist. Sie ist wirklich nicht schlecht, Leute. Und ja, eigentlich sollte sie bei der Poolparty auch nicht so schlecht sein. Ich meine, wenn man hier im richtigen Level-Segment ist, muss ich sagen, haut die Waffe rein. Denn sie schießt sehr schnell, macht viel Schaden und hat auch noch Flächenschaden. Und man kann auch damit einen Raketensprung machen. Das macht sie eigentlich zu einer guten Waffe. So, ich bin hier Siebter. Ei! So, Chat-Weichmarker. War ein Gegner hinter mir. Und man ist damit eigentlich auch recht schnell unterwegs, diese Waffe. Ja, zielen muss natürlich geübt sein. Da kann die Waffe jetzt auch nichts dafür, dass ich die Gegner meistens nicht treffe. Oh, der ist draufgegangen. Aber das schaffe ich wenigstens einen Kill. Das wäre schon schön, wenn ich hier einen Kill schaffen würde mit dieser Waffe. Giftige Pfeile haben wir auch schon getestet. Wenigstens eine Kill-Unterstützung bekomme ich hier. Oh, ich treffe. Aber die Gegner haben halt schon... Da die Waffe nicht so viel Schaden macht für mein Level-Segment, ist halt schwierig, hier einen Kill zu landen, weil man eben so viele Schüsse braucht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, einen Kill geschafft, oder? Ich habe einen Kill geschafft. So wie ich das jetzt gesehen habe. Nö. War doch nur wieder eine Kill-Unterstützung. Yes! So, jetzt haben wir endlich einen Kill und das ist sogar ein Revanche-Kill gewesen. Komm. Yes, noch ein Kill. Jetzt läuft's doch. Es läuft doch. Und schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu bitte in die Kommentare zu dieser Waffe. Und falls euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Da würde ich mich natürlich sehr, 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 sehr darüber freuen. Yes. Die Unterstützung läuft hier doch. Trotzdem werde ich hier Letzter werden. Obwohl es sind, glaube ich, 9 Spieler hier. Am Werk. Ich werde hier dann nicht unbedingt Letzter. Ei. Schade. So, Ausrotter. Okay. Boah, wie viele Spieler hier sind? Deathmatch auf der Poolparty mit 9 Spielern, da ist es schon überfüllt, denn jeder schießt kreuz und quer. Und ja, da kriegt man dann schon viel ab. Aber wir haben den Kill, alles was zählt.
Alles, was zählt, ist hier ein Kill, Leute. Und ich habe zu Beginn Dings gespielt. Die Arena. Und ich glaube, da kann man auch sehr gut sein Aim skillen. So, können wir jetzt die Waffe kaufen? Ist jetzt abgelaufen. Wir haben es gesehen, die Arena hat also doch gezählt. Ich werde sie mir nicht kaufen, weil sie einfach, ja, zu schlecht für mein... Ja, für mein Level-Segment ist. Aber na gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, falls ja, Daumen nach oben. Unbedingt die Glocke aktivieren, damit du den nächsten Stream nicht verpasst. Würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Abo da lassen, falls du es nicht gemacht hast. Ja. Gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich zeige euch nochmal diese Waffe hier, damit ihr das seht. Die Zusatzwaffe. Kostet für mich jetzt 120, wie gesagt, werde ich mir nicht holen. Aber falls ich in diesem Level-Segment ist, finde ich, es ist eine sehr, sehr gute Waffe. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht es auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao.